Wir sind an diesem schönen Montagmorgen zu Gast bei der Verkehrspolizeiinspektion in Chemnitz. Wir haben heute die Ehre, eine verkehrspolizeiliche Kontrolle, also eine Schwerlastverkehrskontrolle, begleiten zu dürfen. Das wird aber keine ganz normale Kontrolle werden, sondern hier wird heute vor allen Dingen auch AdBlue kontrolliert, also die AdBlue-Verstöße. Und zwar erwarten wir auch noch den Herrn Dennis Pöhler, Dr. Dennis Pöhler von der Uni Heidelberg, der dieses Messverfahren entwickelt hat, wo man LKWs auf der Straße die Abgase auf der Straße messen kann. Und wir erwarten noch einen Vertreter von der Firma AVL, das ist also auch ein Hersteller für Diagnosegeräte. Und die haben ein spezielles Gerät, mit dem man eben auch diese Schadsoftware der Emulatoren erkennen kann. Bei dieser Kontrolle gab es erstmals in Deutschland eine Zusammenarbeit verschiedener Fachleute, um gegen die Abgasbetrügereien vorzugehen. Organisiert hatte das mein Verband Camion Pro. Es ist mir dabei gelungen, Sven Granat von der Polizei Chemnitz für das Projekt zu gewinnen. Die Messungen der Uni Heidelberg wurden von der Deutschen Umwelthilfe bezahlt. Ich hatte aber nicht nur die Gelegenheit, die Abläufe an der Kontrollstelle zu beobachten, ich konnte auch das Einsatzgeschehen hautnah aus polizeilicher Sicht mitverfolgen. Besonders interessant wurde es, als ein LKW dem polizeilichen Zugriff zu entkommen drohte. Dr. Dennis Pöhler hatte einen LKW mit erheblichen Grenzwertüberschreitungen festgestellt. Das Einsatzfahrzeug traf gerade noch kurz vor der Kontrollstelle ein. Der LKW aus Polen wurde von dem Einsatzfahrzeug zur Kontrollstelle eskortiert. Dort warteten zur Überraschung des Fahrers nicht nur die Polizei, sondern auch einige Vertreter von Presse und Fernsehen, die das Geschehen aufmerksam verfolgten. Schnell stellte sich heraus, dass Dr. Pöhler einen Volltreffer gelandet hat. Der polnische Spediteur war schon mehrfach wegen Tacho- und AdBlue-Manipulationen aktenkundig geworden. Das Diagnosegerät der AVL konnte auch prompt einen Emulator feststellen. Der Temperaturfühler des LKW zeigte minus 20 Grad, ein eindeutiger Hinweis auf einen primitiven Emulator. Besonders interessant war aber die AdBlue-Anlage. Der AdBlue-Tank war leer, die Tankanzeige stand auf voll. Der Fahrer hatte keinen Schlüssel für den Tank und gab an, noch nie AdBlue getankt zu haben. Das Tankschloss war komplett verdreckt und offenbar seit Jahren nicht mehr geöffnet worden. Fernsehen und Presse, darunter die Autobild, waren äußerst interessiert. Schließlich werden einer Berechnung unseres Verbands zufolge auf der Autobahn vermutlich mehr Stickoxide von illegal manipulierten Lkw ausgestoßen als von regulären. Das kann man dem deutschen Autofahrer, der von Fahrverboten betroffen ist, kaum vermitteln. Aber wie schätzen die Fachleute die Aktion ein? Was war für Sie heute das Ziel? Zuerst habe ich mit Dr. Pöhler von der Uni Heidelberg gesprochen. Was ist unsere Aufgabe hier heute? Da geht es darum, um die Lkw-Emissionen zu bestimmen auf der Autobahn und zu schauen, ist dieses Emission, was der Lkw zeigt, in der Größenordnung, wie wir das erwarten von allen Sachen, also für ein funktionierendes Abgasreinigungssystem, oder haben wir jetzt hier einen Lkw, der einfach so viel emittiert, dass wir davon ausgehen, dass den sein Abgasreinigungssystem nicht funktioniert, entweder durch einen Defekt oder eben durch eine mit Absicht durchgeführte Manipulation. Und was ist jetzt heute rausgekommen bei den Messungen? Also wir hatten jetzt nicht sehr viele gehabt, weil wir natürlich mit der Kontrolle zusammenarbeiten müssen, aber wir hatten jetzt so knappe 50 LKWs gemessen, wovon jetzt 15 davon in Emissionswerte hatten, wo wir sagen, die sind eigentlich zu hoch. Ein paar konnten jetzt eben der Kontrolle zugeführt werden, wo dann eben die Frage ist, kann das dann auch rechtlich anderweitig nachgewiesen werden? Aber wir sehen so eben, so circa 20%, gute 20% von den LKWs eben mit zu hohen Werten. Okay. Und was ist jetzt hier rausgekommen noch bei der polizeilichen Kontrolle der Fahrzeuge? Ist das jetzt bestätigt worden oder was ist da das? Also wir hatten 1,06 Euro gehabt, der einfach mit einem Faktor 10 ungefähr zu hohen Werten hatte. Da wurde jetzt nichts gefunden. Mhm. Euro 6 sehr, sehr schwer nachzuweisen auf andere Weise, ob die manipuliert wurden. Also kann man jetzt nicht ausschließen, aber es wurde auf jeden Fall nicht, konnte so jetzt nicht bestätigt werden mit den Mitteln, die zurzeit zur Verfügung stehen. Und jetzt hat man hier zum Schluss noch 1,05 Euro gehabt, wo eben jetzt auch ein deutlicher Defekt festgestellt wurde oder eine mutmaßliche Manipulation, indem jetzt hier an dem Fahrzeug eindeutig das Abgasreinigungssystem abgeschalten wurde. Das heißt, die Polizei braucht eigentlich Mittel und Möglichkeiten, um Manipulationen relativ einfach nachzuweisen und am Ende das auch schnell zu kontrollieren. Ist die Polizei im Kampf gegen Abgasbetrüger gut gerüstet?
Welche Erkenntnisse konnten aus dem Kontrolltag heute mitgenommen werden? Das habe ich Sven Granath von der Verkehrspolizeiinspektion in Chemnitz gefragt. Können Sie uns da noch mal sagen, was hat denn die Polizei, die Verkehrspolizeiinspektion Chemnitz heute hier gemacht? Wir haben eine Kontrolle des gewerblichen Güter- und Personenverkehrs durchgeführt. Im Rahmen dieser Kontrollen kontrollieren wir die Lenk- und Ruhezeiten und den technischen Zustand der Fahrzeuge. Und da ging es uns heute insbesondere um die ganze AdBlue-Problematik. Man hat ja in den Medien schon viel davon gehört, dass Fahrzeuge manipuliert werden, dass AdBlue nicht getankt wird, um eben Kosten zu sparen. Und da war es mir heute wichtig, gemeinsam mit den Spezialisten diese Problematik mal näher zu beleuchten. War das heute ein erfolgreicher Tag? Also auch aus Sicht der AdBlue-Kontrolle, sage ich mal. Für uns war es ein erfolgreicher Tag, weil wir haben viel dazugelernt. Diese Problematik hatten wir noch nicht so auf der Agenda. Also wir haben viel von den Spezialisten gelernt. Okay. Was sollte vielleicht in der Zukunft passieren, um da besser aufgestellt zu sein oder um noch besser, noch effektiver zu kontrollieren? Ja, wir brauchen in der Zukunft geeichte Messgeräte oder Diagnosegeräte, wo man innerhalb kürzester Zeit feststellen kann, ob die AdBlue-Anlage wirkungsvoll funktioniert, dass wir dann nicht erst lange suchen müssen, das Fahrzeug noch in eine Werkstatt schaffen, um dort noch eine halbe Stunde, eine Stunde das Fahrzeug auseinanderzubauen lassen. Also wir brauchen ein Diagnosegerät, was die Polizei mitnehmen kann, womit man schnell kontrollieren kann und den Verdacht, den man hat, den man dann erhärtet und beweissicher dokumentieren kann. Wie bewertet Dr. Alexander Friedrich, Spezialist für Abgas und Emissionen bei der Deutschen Umwelthilfe, die Aktion und das Thema AdBlue-Manipulation? Was ist denn so das Resümee heute von diesen Messungen für Sie? Wie geht es weiter? Was kann man für Lehren daraus ziehen? Wir sehen, es ist Notwendigkeit da, diese Fahrzeuge zu kontrollieren. Natürlich haben wir hier nur eine Stichprobe gemacht. Eigentlich müsste das flächendeckend in Deutschland durchgeführt werden. Denn dieser Betrug darf nicht so weitergehen. Denn wir belasten die Menschen, wir belasten die Natur, ohne dass es notwendig ist. Denn die Technik ist verbaut, sie werden abgeschaltet. Und das ist der Skandal. Einfach unglaublich, die Politik nicht reagiert, dass dieser Betrug nicht abgestellt wird. Dass die Polizei keine Ressourcen dafür bekommt, entsprechend auch die zu überprüfen. Dass die Bundesbehörde, die BAG, nicht selber solche Maßnahmen trifft. Dass Umweltverbände das machen müssen. Staatsersatzarbeit, was wir leisten hier. Wie ist die Erklärung, warum dort eine Bundesbehörde wie die BAG seit Jahren in der Sache eigentlich nicht wirklich ihre Arbeit? Was gibt es da für eine Erklärung? Ich verstehe es nicht, denn eigentlich hat jeder Beamte ein Eid geschworen zum Wohl des deutschen Volkes. Und es wäre die Aufgabe dieser Behörde, dies auch wahrzunehmen. Ich verstehe es nicht. Am Ende unseres Messtages wurde es wieder richtig spannend. Es geht nochmal um den polnischen MAN, der mit 20-fach höheren Messwerten und einer Emulatormeldung im Diagnosegerät aufgefallen war. Wir sind jetzt unterwegs mit der Polizei und dem ZDF-Aufnahmeteam. Wir begleiten jetzt den LKW, der hier mit verdächtigen Werten aufgegriffen worden ist. Wir begleiten jetzt also in die Werkstätte, um eben diesen Emulator jetzt physisch festzustellen. Und jetzt ist halt mal spannend, ob die Werkstatt in der Lage ist, diese Manipulation jetzt auch nachzuweisen und diesen Emulator zu finden. Das dürfte eigentlich nicht schwer sein, weil es ein Euro 5 Emulator ist. Da gibt es nicht so viele Stellen, wo der sein kann. Außerdem weist der LKW ein halbes Dutzend harte Merkmale für einen Emulator auf. Aber werden die Fachleute bei MAN den Emulator finden? Die erste Enttäuschung: MAN verweigert die Filmaufnahmen auf ihrem Gelände. Nur Christian Bock vom ZDF und ich dürfen zusehen, aber ohne Kamera. Die zweite Enttäuschung: die Mechatroniker sind mit der Lage offensichtlich völlig überfordert. Die AdBlue-Anlage ist vollkommen verrottet und funktionsunfähig. Trotzdem gibt es keine Fehlermeldung. Die Mechaniker können das zunächst nicht einordnen. Zum Schluss finden die Mechaniker sogar den Emulator. Aber der Fahrer erklärt spontan, das sei ein GPS-Sender, der seiner Spedition den Standort des LKW meldet und der für die Dispo unerlässlich ist. Ratlosigkeit. Weder die Polizeibeamte noch die Werkstatt möchten die Verantwortung übernehmen, wenn durch das Entfernen des verdächtigen Bauteils ein Schaden entsteht. Mechaniker und Polizisten haben außerdem eigentlich schon längst Feierabend. Die Suche wird also abgebrochen. Der Halter bekommt wegen einer defekten Abgasanlage 2.500 Euro Strafe. Offiziell geht dieser LKW in die Statistik ein. Kaputte Abgasanlage, aber kein Emulator.
Unser Tag mit der Verkehrspolizeiinspektion Chemnitz neigt sich jetzt dem Ende zu. Wir hatten also ein sehr durchwachsenes Ergebnis. Zum einen, was mal das sehr Positive an der Sache war, wir hatten also anhand von den Messungen mit der Uni Heidelberg eben feststellen können, dass die absolut zuverlässig LKWs mit auffallenden Werten feststellen kann. Wir hatten zum Beispiel einen Euro 3 LKW, der natürlich massiv auffallende Werte hatte. Und das ist natürlich auch die Erklärung, weil das Fahrzeug war Euro 3. Wir hatten einen Euro 5 LKW, der definitiv manipuliert war. Insofern hatten wir hier doch recht große Erfolge bei dem Nachweis, dass diese Manipulationen oder dass diese Verstöße gegen die Abgaswerte, die wir hier mit ungefähr 20-25% seit Jahren auf der Autobahn messen können, dass die auch real sind. Auf der anderen Seite haben wir eben auch Fahrzeuge, heute 2 Euro 6 LKWs festgestellt, die mit absolut erheblichen Grenzwertüberschreitungen mit dem 10-fachen, 15-fachen der genehmigten Grenzwerte unterwegs war. Und bei diesen Fahrzeugen hat man letztendlich wieder oder die Fahrer auf freien Fuß gesetzt, die Fahrzeuge konnten weiterfahren, weil es also nicht möglich war, nachzuweisen, dass die in irgendeiner Weise manipuliert sind. Und das ist natürlich schon frustrierend, aber es bestätigt auch das, was Camion Pro seit einiger Zeit ganz deutlich sagt. Die Polizei hat vor allen Dingen bei Verstößen mit Euro 5 Fahrzeugen, die kann man recht erfolgreich nachweisen. Bei Euro 6 Fahrzeugen fehlt uns nach wie vor adäquate Mittel.